In der Staffel 6 der Filmreihe Outdoor Survival werden wir uns mit den wichtigsten Techniken und Fertigkeiten für das autarke Leben im Wald beschäftigen. Die neue Staffel wird ab dem 1. Mai 14-tägig auf YouTube und Four Seasons TV ausgestrahlt. Als kleinen Appetizer gibt es hier vorab die erste Folge. Willkommen zu Outdoor Survival, Überleben in der Natur. Mein Name ist Johannes Vogel. Eines der wichtigsten Werkzeuge im Outdoor- und Survival-Einsatz ist unser einfaches Gürtelmesser. Ein Messer sollte uns im Outdoor-Einsatz ständig begleiten, weil es uns eine ganze Reihe von Techniken sehr vereinfacht. Wir werden uns heute einige Methoden anschauen, mit denen wir mit einer einfachen Klinge stabile Hölzer bearbeiten und zerkleinern können. Eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen, ist natürlich, welches Messer am besten für unseren Zweck geeignet ist. Es gibt eine unendliche Vielzahl von verschiedenen Stählen, Griffmaterialien und Klingenformen. Für mich sind im Prinzip nur zwei Sachen wichtig. Das erste, ein Messer muss sicher sein. Und das zweite, der Messerträger muss damit umgehen können. Erfahrungsgemäß ist es insbesondere für den Anfänger einfacher, mit einer kleinen Klinge zu arbeiten, als mit einer sehr großen. Zwar kann man mit einem großen Messer besser hacken, mit der richtigen Technik kann man dasselbe Ergebnis auch mit einer kleinen Klinge erzielen. Außerdem müssen Sie daran denken, dass in Deutschland nicht mehr ohne weiteres überall eine Klinge über 12 cm geführt werden kann. Daneben ist natürlich ein Messer ab einem bestimmten Gewicht störend am Gürtel. Zu Ihrer Sicherheit sollte das Messer aber feststellbar oder feststehend sein, weil das Abklappen einer Klinge schwere Verletzungen verursachen kann. Unabhängig von diesen Eigenschaften können Sie sich an jedes Messer gewöhnen. Im Notfall kann man sogar mit einer abgebrochenen Küchenklinge arbeiten. Wichtig beim Arbeiten mit einem Messer ist, dass wir weder uns noch andere gefährden. Deshalb sollte auf jeder Seite mindestens eine Armspanne frei sein. Mit dem Messer sollte auch nicht Richtung Finger oder Körper geschnitten werden, auch wenn sich das manchmal nicht vermeiden lässt. Ein scharfes Messer ist übrigens sehr viel ungefährlicher wie ein stumpfes, weil sehr viel weniger Kraft verwendet wird, um etwas zu schneiden. Das verringert die Gefahr, dass wir aus dem Material ausbrechen. Zum Schnitzen verwenden wir übrigens keine Hobelbewegung, sondern wir schneiden, indem wir das Messer in zwei Richtungen über das Schnittgut führen. Vom Griff zur Spitze und vom Grat zum Messerrücken. Möchten wir besonders stabiles Material bearbeiten, müssen wir manchmal extreme Kräfte auf unsere Klinge ausüben. Das geht am besten mit dem Powercut oder auch Kraftschnitt genannt. Dazu wird das Messer so in die Hand genommen, dass die Klinge Richtung Daumenwurzel zeigt. Der Messerknauf wird auf das Brustbein aufgesetzt und das Schnittgut wird von unten an die Klinge herangeführt. Wenn ich jetzt die Schultern zurückziehe, kann ich eine sehr viel größere Kraft ausüben, wie wenn ich alleine mit den Armmuskeln schneiden würde. Wenn ich auf diese Weise ein Stück Holz ablängen möchte, dann wird es auf vier Seiten eingeschnitten, wodurch eine Sollbruchstelle entsteht. Diese destabilisiert das Material so stark, dass es in der Regel dann einfach abgebrochen werden kann. Soll der Schnitt präziser sein, gehe ich anders vor. Zuerst schneide ich einen Ring in das Holz, von dem ich dann kleine Keile heraustrenne. Das wird so lange weitergeführt, bis das Holz durchgeschnitten werden kann. Die Kante wird geglättet, indem ich hier vorsichtig an meinem Daumen vorbeischneide. Wichtig ist, dass ich diesen Daumen immer gestreckt lasse. Das verhindert, dass ich mir in den Finger schneide. Musik
Möchte ich ein Loch oder eine Höhlung in ein Holz schneiden, dann halte ich das Messer vorne an der Klinge fest. Das sieht erstmal gefährlich aus, wenn man das aber festhält und die Klinge sich nicht stark bewegen kann, besteht im Prinzip keine Verletzungsgefahr. Man muss trotzdem vorsichtig sein. Grund des Ganzen ist, wenn ich auf Holz bohre oder in Holz einschneide, dann besteht die Gefahr, dass ich durch das Holz durchbreche und mir entweder in den Arm oder in den Oberschenkel steche. Hier kann ich maximal einen halben Zentimeter bis Zentimeter in das Gewebe eindringen. Wenn ich das Messer so halte und ich rutsche ab, ist die Gefahr sehr viel größer, dass ich mich schwer verletze. Sehr feine Schnitte werden gemacht, indem das Messer mit beiden Daumen vorsichtig durch das Holz gedrückt werden. So kann ich sehr empfindliche Strukturen wie zum Beispiel Haken oder Ösen bearbeiten. Häufig müssen frische Äste aus einem Strauch geschnitten werden. Das ist einfacher als man denkt. Zuerst wird auf den Ast Spannung aufgebracht. Und dann wird an der Stelle, an dem der Ast abgetrennt werden soll, einfach das Messer in die Fasern reingeschnitten. Durch die Spannung werden die Fasern jetzt von der Klinge heruntergedrückt und es ist ganz einfach, durch den Ast zu schneiden. Ein Holzstück von dieser Stabilität und Härte wäre durch Hacken sehr viel langsamer durchgetrennt gewesen. Hacken birgt außerdem die Gefahr, dass man sich auf die Finger schlägt und schwer verletzt. Eine in der Outdoor-Szene sehr beliebte Technik ist das Baitening. Dabei wird ein Messer auf ein Werkstück aufgelegt und mit einer Holzkeule durch das Holz getrieben. Diese Technik findet Anwendung beim Spalten von gesägten Hölzern oder beim Ablenken von Holzstücken. Bei dieser Technik müssen Sie darauf achten, dass der Schlag auf den Messerrücken ganz gerade kommt, weil ein schräg gesetzter Schlag dazu führen kann, dass ein Stück aus der Klinge ausbricht. Außerdem ist bei weitem nicht jedes Messer dafür geeignet. Es sollte mindestens eine Rückendicke von 3 bis 4 mm haben, bevor ich das dafür verwenden würde. Ich persönlich vermeide das Baitening, weil die Belastung der Klinge doch enorm ist. Außerdem können damit nur gesägte Holzstücke gespalten werden. Und zum Feueranzünden reicht es in der Regel, wenn wir trockenes Reisig sammeln. Sollten Sie wirklich einmal einen Stamm spalten müssen, um zum Beispiel eine Schale auszubrennen, dann können Sie auch anders vorgehen. Ich habe hier jetzt eine Reihe von kleinen Holzkeilen aus frischem Holz geschnitzt, mit denen ich einen Holzstamm spalten kann. Dazu wird der stabilste aller Keile am vorderen Ende des Stamms eingeschlagen, wodurch ein Spalt entsteht. In diesen Spalt wird der nächste Keil eingeschlagen, sodass der Spalt sich jeweils erweitert und mit einem weiteren Keil stabilisiert werden kann. Wenn alle Keile auf dem gesamten Holz verteilt sind, werden sie gleichmäßig eingeschlagen. Dadurch kann eine enorm hohe Sprengkraft erzeugt werden.
Beim Baitening hätte bei diesem Holzstück fast jedes Messer kapituliert. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie wir mit diesen Schnitztechniken einige wichtige Gegenstände herstellen.